Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo ja, Truck Dealing Simulator Fans, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Frei Zockt und einem weiteren Tutorial zum Truck Dealer Simulator 2. Ich wurde gefragt, wo kriege ich denn diese Amtflächen her, wo kriege ich denn die Dietriche her, wo kriegen wir denn das ganze Zeugs her? Do-it-yourself-Table, ja. Hier drin baut man Eigenbaubomben, hier drin baut man Plants, hier drin baut man Weedpfeifen, hier drin baut man Amtflächen, hier drin baut man Methviolen, Kokainflächen, Opiumpfeifen, Morphinflächen, Morphinpakete, Dietriche. Hier drin kann man sogar Mohnsamen aus Mohn, das ist ja krass, das entdecke ich jetzt zum ersten Mal. Hier drin kannst du aus Mohnköpfen Mohnsamen gewinnen. Das ist natürlich auch interesting. Ich kaufe dir die ganze Zeit. Bin ich bescheuert? So, dann kann man hier Geld packen und kann Benzinkanister wieder befüllen. Also das ist zum Beispiel auch was, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist natürlich interessant. Das müssten wir ja fast mal testen. Ich gehe mal so ein paar Sachen besorgen. Den meisten Kram habe ich ja schon. Also wenn ich irgendwo Glaspfeifen oder Flächen oder Zigarettenpapiere sehe oder so, dann gehe ich meistens hin und kaufe die. Deshalb kann ich euch auch gar nicht sagen, wo es die gibt, weil ich habe die immer. Ich mache mich trotzdem mal auf die Suche, ob ich irgendwo einen Laden finde hier in der Umgebung, die die führt. Und wenn ich den finde, dann zeige ich euch den natürlich noch. Ja. Da, die gehe ich jetzt mal suchen und dann gehe ich mal ein paar Teile besorgen und dann bauen wir das ganze Zeug mal hier. Damit ihr mal seht, dass es geht und wie es geht. So, den ersten Händler, den jeder von euch findet, das ist hier oben bei den Botanikern. Der nette Typ hier. Wenn wir zu ihm gehen und wollen was kaufen, können wir hier kaufen leere Glaspfeife. Alle. Leere Fläschchen, alle Zigarettenpapierchen, alle, ja, kaufen. Wie? Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Das darf nicht mal. Ja gut, dann kaufen wir es nicht. Wir haben es ja im Versteck. Ich wollte euch nur zeigen, hier gibt's das Ganze. So, das ist wie gesagt hier der Botaniker. Ziemlich am Anfang findet ihr den schon. Der hat diese Sachen, die ihr da braucht, damit ihr das hinkriegt. Gut, da unten ist noch ein Kollege. Da haben wir aber auch kein Geld für. Das ist so Banane. Wieso habe ich kein Geld? So, bei ihm hier, das Mechaniker. Guten Tag. Können wir jetzt zum Glück per Scheck leider kein Geld kaufen. So, dann nehmen wir mal ein bisschen was von den Metallteilen hier mit. See you around, then. Und dann geht's zurück zum Auto und dann fahren wir wieder zurück ins Versteck. Wobei nicht ganz, ich muss noch was anderes holen. So, dann geht's zurück ins Versteck. Und hier sehen wir uns dann gleich wieder. Jo, da sind wir wieder. Nach zahlreichen Erledigungen, die ihr jetzt alle nicht mitgekriegt habt. Ja, ich habe kein Geld. Moment, wir verschaffen uns jetzt erstmal Kohle. Das ist das Wichtigste, dass wir mal die Mülleimer leeren. So, machen wir die Tür zu. Und jetzt geht's hier los. Ja, ich habe ein bisschen Mondköpfe besorgt. Ich habe ein bisschen Metallteile besorgt. Da wart ihr dabei. Die Mondköpfe habe ich von meiner eigenen Farm. Deshalb war das für euch weniger interessant. Wir haben Zigarettenpapier, wir haben Glasfall, wir haben Fläschchen. Jetzt nehmen wir einfach mal an, wir sollen einen Plant produzieren. So, da ist die erste Frage, die viele dann haben. Ich soll einen Plant produzieren. Wie komme ich denn an die Sachen? Man kann Tabak aus einer Zigarettenschachtel holen. Man kann sich aber auch Tabak in 40 Gramm oder 50 Gramm Packung kaufen. Ich habe irgendwann mal Tabak in der 50 Gramm Packung gekauft. Und hieraus könnte man, glaube ich, sogar Zigaretten drehen, wobei ich keine Ahnung habe, wo ich Zigarettenfilter herkriege. Das ist ein bisschen weird. Daraus könnte man sogar selber noch Zigaretten drehen.
Aber ich glaube, das läuft dann im Gefängnis, die Zigarettenfilter. Da habe ich dann die anderen beiden Sachen nicht. Die muss man dann reinschmuggeln. So, also mit Zigaretten kannst du Tabak rausholen. Mit Tabak und Cannabis kannst du dann einen Plant machen. Und schon läuft's. Dauert keine 10 Sekunden. Und dann hast du Plants produziert. Warum habe ich jetzt zwei gemacht, dass wir hier keine komischen Kommazahlen kriegen? Da bin ich kein Fan von. Wenn ich es rund halten kann, was hier drin ist, dann halte ich es rund. Und das liegt aus dem einfachen Grund daran, man kann ja auch Sachen hier abpacken aus dem Substanzspeicher und ich will nicht, dass da Komma-Sachen zurückbleiben. So, das Ganze könnten wir auch noch mit einer Weed-Pfeife machen. Auch da machen wir zwei Stück. Dauert auch 10 Sekunden. Das Interessante ist, dass ihr Weed zum Beispiel im Grammpäckchen hier unten nicht reinziehen könnt, um selber zu konsumieren. Die Dinge allerdings schon. So, dann haben wir hier Ampfläschchen. Die haben sogar noch einen kleinen Bonus. Werde ich euch auch noch mal zeigen. Deshalb produziere ich das jetzt auch alles mal. Machen wir noch eine Meth-Viola. Also so machst du es im Prinzip. Ja, du brauchst die Droge hier im Substanzspeicher. Du brauchst so ein Glasfläschchen, Röhrchen, wie auch immer. Und dann wird das hier gepackt und dann kriegt das die entsprechenden Farben. Also wenn du für einen Auftrag 16 Kokainfläschchen machen musst, dann ist das nichts anderes, wie hier reingehen, Kokain haben, Fläschchen haben und go. Und dann wird 1 Gramm hiervon in so ein Fläschchen gepackt und dann hast du ein Fläschchen, was du an deinen Kunden bringen kannst. Weil es gibt ja so Spezialkunden, die wollen dann halt zum Beispiel Opiumpfeifen oder Plants oder Ampfläschchen oder Mesviola oder Kokainfläschchen. Das wird immer wieder verlangt, gemacht und getan. So, Morphin ist eine eigene Sache. Das werde ich euch dann noch mal woanders erklären, weil das ist auch eine Riesenquest, die man da macht, die manchmal ein bisschen rumspinnt. Also Fakt ist, wenn man Morphin, also braucht ein leeres Fläschchen, dann braucht man Morphin und dann wird daraus aus 5 Gramm Morphin ein Morphinfläschchen. Und dann gibt es die Pakete, wo man Klebeband, so ein Päckchen brauchen, 50 fertige Morphinfläschchen für ein so ein Paket. Und dann kriegst du so Quests wie von dem hier unten, der dann 8 von den Boxen will. Das heißt, 8 dieser Boxen bedeutet für mich 400 dieser Flaschen. Bedeutet für mich 400 mal 5 Morphin. Lass mich rechnen. 400 mal 5, das ist, glaube ich, 2 Kilo Morphin. Kann das sein? So, und dann müsste man noch rauskriegen, wie viel Morphin aus Opium gewonnen wird. Und dann kann man sich das grob hochrechnen, wie viel Kilo Opium man braucht, damit man die Aufgabe erfüllt. Es ist weird. Und du brauchst noch zusätzliche Chemikalien und, und. Du kannst das Ganze dann noch irgendwann wieder zurückpacken. Das heißt, wenn du irgendwo Morphinboxen kaufen kannst, könntest du theoretisch auch zurückpacken in 50 Fläschchen Morphin und eine Packung. Macht aber wenig Sinn. Es sei denn, du lagerst die in Boxen und irgendwann kommt die Bestellung, er will 30 Fläschchen. Dann packt man es halt aus. So, Dietrich macht man auch so. Man braucht 3 Metallteile, drückt man drauf, dauert 15 Sekunden, hast du 5 Dietriche. Die sind nicht stackbar, das muss ich euch ganz klar sagen. Also produziert da nicht so viel. Ihr könnt 5-mal so einen Dietrich verwenden. Ich habe jetzt so viele dabei, weil ich wo einbrechen muss, wo wirklich alles verschlossen ist. Und für jeden Mist brauchst du einen Dietrich. So, und dann die Mohnsamen. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. 20 Gramm brauchst du, damit 25 Mohnsamen wachsen. Also so Mohnköpfe. Und wenn du 2 Stück davon wieder zurückführst, kannst du theoretisch wieder Mohnsamen machen. Habe ich da eigentlich welche noch im Speicher? Womit du wieder 25 anbauen könntest. Heißt mit anderen Worten, ich glaube 3 oder 4 Aufladungen kriegst du hin. Das wäre die zweite. Das die dritte. Und das die vierte Aufladung. So, das heißt also praktisch,
Ich habe ja 100 dieser Mondköpfe mitgebracht, weil ich 4 Aufladungen in so ein Paket gestellt habe. Also in so einen Topf angepflanzt habe. Da kriege ich dann 100 dieser Mondköpfe raus. Und wenn ich davon 8 Stück wieder opfer, kriege ich das Saatgut zurück, was ich investiert habe. Das war mir bisher nicht bewusst, dass wir hier auch Mond zurückgewinnen können. Also Mondsamen. Ich dachte die ganze Zeit, ich verstehe das nicht, dass ich. Ich wollte sogar schon den Vorschlag machen. Wollte sogar schon den Vorschlag machen, dass wir an dem Ding hier nicht nur Mohnmilch gewinnen können, sondern vielleicht auch Mohnsamen. Weil aus Mohnsamen kannst du ja sogar, also hier aus dem Kopf gewinnst du 10 Gramm und aus dem Mohnsamen mit Wasser gewinnst du 6 Gramm von dieser Mohnmilch. Das heißt also, ja. Ich wollte denen im Prinzip so einen Vorschlag machen, dass die hier die kompletten 10 Gramm rauskriegen, dass man das halt immer auskocht und dass man das hier erstmal herstellen muss. Aber das macht natürlich noch mehr Sinn. Aber dass sie das hier versteckt haben, verstehe ich nicht. Ich meine, welcher Mensch kommt auf die Idee, das hier zu suchen? Es ist irre. Also man könnte so mit hingehen und könnte sagen, okay, komm, wir machen aus jeder Lieferung, die wir kriegen, aus allen 100 Köpfen, machen wir 10 Stück wieder zusammen, dann haben wir 100 Gramm Samen. Und wenn ich die dann einpflanze, schaffe ich sogar einen gewissen Überschuss an Samen. Das heißt also, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Das ist praktisch das gleiche wie mit den Marihuana-Pflanzen. Ihr habt irgendwann mehr Samen, als ihr anbauen könnt. Ja, das soll es gewesen sein, was man hier alles machen kann. Also dieser Tisch hier, der ist Gold wert. Müsst ihr öfter reingucken. Ist schon irre, da können wir Mohnsamen selber herstellen. Ich kaufe die immer im Kilopaket. Macht gar keinen Sinn. Wir können die einfach selber erzeugen. Dann die wieder anpflanzen, dann kriegen wir wieder 100, machen wir wieder 10 Stück hier rein, können wir wieder anpflanzen. Das ist krasse Geschichte. Gefällt mir. So, dann können wir hier drauf, können wir die anderen 90 und tschüss. Dann können wir hier auch noch ein bisschen Opium machen. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Das war mein Tutorial zu dem, was kann ich alles am Do-It-Yourself-Tisch machen. Jetzt haben wir jede Menge von dem Zeug im Inventar. Dann gucken wir uns doch mal an, was wir damit machen können, außer das Zeug zu verkaufen. Das sehen wir dann im nächsten Tutorial. Ich bin raus, sagt danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen geholfen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.